Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Wir werden jetzt in Neu-Tristram mit Lea sprechen, indem wir einfach dorthin gehen. Ich habe mein Wort gehalten und Leas Onkel Deckard Cain gerettet. Ich habe ihn vor dem Skelettkönig bewahrt, der mir nun den Weg zum gefallenen Stern versperrt. Wir werden ihn aufhalten müssen, den Skelettkönig. Wir räumen ihn beiseite und stecken seine Knochen wieder zurück in sein Grab, wo sie hingehören und verfaulen. So. Der Schmied ist weg. Der Skelettkönig war schon hier und hat ihn mitgenommen. Oder Stalker hat ihn einfach mal. Ja, das kennen wir schon. Gasse zum geschlachteten Kalb. Soweit ich weiß, ist dort ein Tagebuch. Soweit ich weiß, war hier kein Tagebuch. Wir haben doch Sachen. Die kann ich doch gleich hier loswerden. Ach, wie ihr sehen könnt, gehen die Geschäfte miserabel. Es muss wirklich das Ende aller. So. Lea. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ja, es zählt tatsächlich nur, dass er zurück ist. Dafür kriegen wir 3000 Erfahrung. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Nichtsdestotrotz. Der Skelettkönig versperrt mir den Weg zum gefallenen Stern. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Der Herr der Lügen, Belial. Nach dem werden wir auch noch jagen. Deckard Cain. Ach du heilige Scheiße, heute ist Sagenkunde. Wer seid ihr? Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Das dürft ihr nicht glauben. Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Ja, sehr schön. Eure adoptierte Nichte. Ihr gewinnt große Stärke durch eure Liebe zu Lea. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen.
Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Prophezeiung der Endzeit. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den horadrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Kane überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanctuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Ich habe gerade nicht zugehört, aber das macht nichts. Ich hatte so ein Summe auf dem rechten Kopfhörer. Da habe ich irgendwas laut gedreht, was nicht laut sein durfte. Der wahnsinnige König Leoric. Was sagst du dazu? Diablo verursachte Leorics Wahnsinn. Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Was tat Leoric, nachdem er zum Skelettkönig wurde? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leorics ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. War das nicht Lachdannen? Ich meine, das war Lachdannen. Okay, dann. Ups, wollte ich gar nicht. Entschuldigung, den Brunnen bezahle ich nachher. Mein Name ist Lachdannen und ich bin verflucht. So, mir lebte nur mein Blablabla. Niemand liebte seinen König mehr als ich, selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Lachdannen hat doch eher Leoric gekillt, nach diesem Tagebuch. Und nicht Aiden. Lea, wie... Ach, blablabla. Leben mit Kane? Blablabla. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Wonach sucht euer Onkel? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Und Andrea? Was habt ihr über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Ja, und dann sind wir auch endlich durch mit dem Gebrabbel. Hauptmann Rumford. Na, auch der hat noch was zu sagen. Hauptmann Daltyn. Als Lea uns erzählte, dass die Toten aus der Kathedrale strömten, sind wir sofort aufgebrochen, um dem ein Ende zu bereiten. Zunächst schien uns das zu gelingen, doch sie nahmen einfach kein Ende. Wir wurden überwältigt. Hauptmann Daltyn und die Männer kämpften tapfer. Sie beschützten mich. Ich bin kein Soldat, ich war ein Bauer. Ich hätte nicht mit ihnen dort sein sollen. Ich weiß nicht, wie ich es wieder hierher geschafft habe. Keiner der anderen ist zurückgekehrt. Und jetzt soll ich irgendwie die Miliz anführen. Erzählt mir von euch. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um zu helfen. Das schien mir richtig zu sein. Aber ich bin kein Anführer. Ihr wurdet berufen. Nun müsst ihr dem Ruf folgen.
Ihr sagt das so leicht. Ihr wurdet dazu geboren, Monster wie die lebenden Toten zu bekämpfen. Aber ich bin doch nur ein Bauer. Ja, doch auch Bauern können kämpfen mit Forken und Fackeln. Der Schmied. Diese finsteren Ereignisse verlangen uns viel ab. Ich mache mir um Hedrick, unseren Schmied, die meisten Sorgen. Seine Frau wurde verletzt. Und es ist seine Aufgabe, sich um diejenigen zu kümmern, die sich verwandeln könnten. Seine Familie hat schon früher unter diesem Fluch gelitten. Sein Großvater, der Kanzler von König Leoric, wurde getötet, als sich das Böse vor 20 Jahren zum ersten Mal über Tristram ausbreitete. Das war, glaube ich, Diablo 1 oder 2. Das dürfte schon fast sogar hinkommen. 1992? Ja, das kommt irgendwie hin. So, dann haben sie auch alle nichts mehr zu sagen auf einmal und wir können plötzlich hier durch. Ah, Bürgermeister Holus hat seinen Wagen bewegt. Das ist also das Ende? Sie haben meinen Wagen von der Straße gezogen, aber warum? Ich kann ihn nicht reparieren lassen. Ich kann genauso gut ein großes Loch graben und mich zum Sterben hineinlegen. Dann gebt doch auf. Oder macht etwas aus der Zeit, die euch verbleibt. Boah, was für ein Feigling. Aber wir können jetzt hindurch und wir müssen mit dem Schmied sprechen, Hedrick Eamon. Oder Eamon oder ja, Eamon. Ja, ich habe heute ein paar neue Waren hereinbekommen, die dir bestimmt gefallen werden. Ja, ja, Argus der Sammler. Mir ist zwar jeder einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen, aber wenn es sein muss, kann ich mich von ein paar Sachen trennen. Wie schön würde ich jetzt diesen hier tragen. Aber nee, lassen wir es. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Offenbar eine ganze Menge. Wir müssen noch mal gucken, ob da ein Buch liegt. Habe ich da nicht schon geguckt? Ich gucke da lieber noch mal. Ja. Leas Tagebuch, Teil 3. Onkel Deckard ist wieder zu Hause. Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs. Ich bin so froh. Aber der Skelettkönig? Ich dachte, er wäre nur ein Bauernmärchen. Der Gedanke, dass der wahnsinnige König Leoric zurückgekehrt sein könnte, um dieses Land zu peinigen. Hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Das wissen wir nicht. Tristram muss anscheinend noch eine Menge mehr leiden. Weißt du, was alle von ihren Sorgen ablenken würde? Ja, ein ordentliches Let's Play, das würde allen von ihren Sorgen ablenken. Ein richtig schönes Let's Play von mir. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Wie sollen wir kämpfen, wenn wir hungern? Der Rest der Stadt ist auf Viertelrationen, einschließlich meiner Frau. Aber du kannst ja den Dienst quittieren, wenn du möchtest. Da unten scheint schon der Schmied zu sein. So, wen haben wir denn hier? Das ist der habgierige Shen. Den werden wir aber erstmal nicht kennenlernen. Er kann, glaube ich, auch nichts als reden, ne? Doch. Da ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, ist er hier. Ich habe das Spiel, oder zum ersten Mal, wo man das Spiel durchspielt, ist er hier nicht. Den trifft man erst später im Spiel. Hier kann man Edelsteine entfernen, kombinieren und... Hast du nicht gesehen. Wir wollen mit ihm reden. Komm, machen wir erstmal den Schmied. Das ist ein Dorfbewohner. Ihr glaubt wohl, so eine Art Held zu sein. Hier, um uns alle zu retten. Die Toten werden eure Knochen genauso leicht verputzen wie unsere. Glaubst du? Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Töte die gefressigen Toten im Keller der Verdammten. Verdammt. Keller der Verdammten. Ist ganz schön verdammt.
stabile, zugenagelte Tür. Und wir sehen da hinten anscheinend schon einige. Die müssen wir erstmal durchtreten. Oh, jetzt machen wir so. Meine Freunde, es tut mir leid. Es muss getan werden. Minderwertiger Lederwams, den nehme ich einfach mal mit. Denn der ist ja doch etwas besser. Der ist einfach besser. Macht gleich 3% mehr Schutz. Also, nehmen wir den. Zack, und schon sehen wir komplett anders aus. Den können wir gleich liegen lassen. Bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Oh je. Mira Eamon. Tötet Mira Eamon. Macht er nicht gerade viel Schaden? Ich bin noch nicht so weit. Ja, die wäre aus dem Leben geboxt. Hinterlässt Schärpe. Oh, oh, 3 Gürtel. Ja, tun die mal alle. Das ist ein Gürtel, der kommt hier hin um die Hüfte. Den sieht man aber, glaube ich, beim Spielen nicht, oder? Ach, wir können es ja mal ausprobieren. Fünf Intelligenz. Ist nicht so gut für mich, aber egal. Und erhöht immerhin den Radius. Ja gut, besser als nichts. Gut, sieht man nicht. Aber besser einen magischen Gegenstand dazu haben als gar keinen. Nicht wahr, Hedwig? Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Nun, Hedrick, Deckard Cain erzählte mir, ihr wüsstet, wo Leoriks Krone abgeblieben ist. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Ja, neue Quest. Öffnet das Nordwesttor. Eine zerbrochene Krone. Hedrick Eamon folgt mir immer noch. Ja, Eamon. Hedrick Eamon. Sprecht das auch richtig aus, Mann. So, damit wir es in der nächsten Folge auch durchhaben. Hey, komm her. Ich habe ein paar neue Waren, die du dir unbedingt ansehen solltest. Hey, das ist Radek, der Hele, der kommt aus Polen. Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Ja, das ist genau wie im Einzelhandel. Die Ersparnisse, die kommen immer den Kunden zugute. Ja, was soll der Geiz? Gleich weg damit. Und wir werden jetzt mit den halbgierigen Shen sprechen. Erzählt mir von euch. Ah, ein ausgesprochen interessantes Thema. Ich verkaufe Juwelen. Die Götter segnen jene, die ihre Arbeit gut machen. Götter? Welche Götter? Ich bin ein Mönch von Evgorod. Ich habe 1001 Gott. Ihr habt 1001 Gott? Gute Güte, das ist sicher kompliziert. In Xiangsai gibt es nur 59 und man kann nicht einmal die Straße überqueren, ohne einen zu lobpreisen und einen anderen um Vergebung zu bitten. Also, die Sätze kenne ich noch nicht, da ich den nämlich am Anfang, ich habe das Spiel dreimal durchgespielt, dreimal ist er hierhin dann auch schon gewesen und ich habe das noch nie gehört. Das ist teilweise nicht, einfach nur geil. Ich finde die Dialoge, ich finde die Sprecher auch extrem cool. Die rastlosen Toten. Ihr seid sehr mutig, die Stadttore hinter euch zu lassen. Ich habe gehört, da draußen lauern alle möglichen gefährlichen Wesen. Die auferstandenen Toten sind den Göttern ein Greuel.
Ich muss sie zur Ruhe betten. Das ist ja grauenvoll. Ich meinte eigentlich die Ratten und Schlangen. Der ist cool. Dieser Deckard Cain gefällt mir. Es kommt nicht oft vor, dass ich jemanden begegne, mit dem ich so viel gemein habe. Ihr wirkt recht unterschiedlich auf mich. Wir hatten beide in unserer Jugend sehr interessante Erlebnisse mit den Priesterinnen von Zakharum. Aha. Was für Erlebnisse? Juwelen. Wisst ihr, nichts anderes auf der Welt ist so perfekt wie Juwelen. Ihre Farbe, Größe, Form und Transparenz. Ihr scheint Juwelen mehr zu lieben als manche Männer ihre Ehefrauen. Oh, es könnte durchaus sein, dass ich ihre Ehefrauen mehr liebte, als sie es taten. Ja, der ist auch nicht gerade so, der ist auch nicht gerade ganz dicht. Ja. Das Nordwesttor. Wir haben es geöffnet und was wird uns auf den Hain des Wehklagens erwarten? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Diablo 3. Bis dann.